So, nun geht's weiter mit dem Part Nummer 4. Wir haben jetzt hier im dritten Part hier aufgehört und jetzt im vierten Part werde ich hier weitermachen. So ein paar Steinchen noch rausschlagen. Spitzhacke, naja, das ist der letzte. Muss ich danach einen neuen Hacken machen. Und das grabe ich hier erstmal rein. Vielleicht finde ich hier mal was. Nur ein bisschen, nur ne, von unten näher. Spitzhacke geht schon kaputt, aber ich habe noch eine Eisenhacke-Spitzhacke. Ich möchte eigentlich Eisenspitzhacken nicht dafür verschwenden, sondern. Benny! Würde ich erstmal hier neue Spitzhacken machen müssen. Also erstmal brauche ich jetzt neue Spitzhacken. Dazu gehe ich erstmal hier hoch. Oh, es ist Nacht, dann kann ich ja schlafen. Okay, schlafen. Hier hinten ist das Getreide, ist noch nicht gewachsen. Dauert ein Weilchen. Aber ich kann jetzt mal ein paar Steine reinpacken. Die Erde brauche ich auch nicht. Aber erstmal brauche ich weitere Steinspitzhacken. Vier Stück nochmal. Hier weitere Steinspitzhacken. Vier Spitzhacken aus Stein. So, vier Steinspitzhacken gemacht. Jetzt kann ich nun weitergraben und Fackeln habe ich noch sowieso noch genug. 38. Also kann ich jetzt weiter graben. Die Gänge könnte ich also 100, 200 Blöcke oder eigentlich beliebig lang machen, wie ich will. Können so lang werden, wie ich kann. Und wenn die Gänge länger werden, dann dauert es auch länger, wieder zurückzufahren. Zurückzurennen. Man sieht noch nicht gut aus. Dass man endlich mal eben Rohstoff kommt. Da dürfte eigentlich gleich nicht mehr als mehr Stein kommen. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Blauer Farbstoff. Noch mehr Lapis. Aber ich will auch mal Diamanten oder anderes haben. Ich bin jetzt hier auf Lapis Lazuli getroffen.
weiter graben. Wasser. Könnte die Pyramide aber auch aus Stein bauen. Wenn ich da bauen wollte mal. Ich könnte ich ja auch aus Stein machen, wenn ich so viele Steine habe. Aber ich will sie ja eigentlich aus Sand bauen oder Sandstein. Wasser. Wasser verkommen bin ich denn Redstone. Redstone ist eine Höhle, scheint hier irgendwo. Wie auf eine Höhle gestoßen. Das macht mich nicht zu langweilig, einfach zu graben. Jetzt hier auf eine Höhle zu stoßen. Kohle. Zuerst mal die Wasserquelle auffangen. Weiter hoch, hoch, hoch. Oh, wie hoch geht das Wasser? Wirklich schön. Kommt das in der Oberfläche? Hoffentlich nicht. Das Wasser nämlich von der Oberfläche fahren, also das nämlich ganz schön weiten Strecke durchlegen. Eisen. Ach, hier kommt das Wasser her. Muss ich wieder aufnehmen. Und Eisen kann man auch mit Stein abbauen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen bekommen. Und noch mehr Eisen. Geht noch weiter. Geht auch noch weiter. Eisen. Noch mehr Eisen da oben. Eisenerz. Noch mehr Eisen. Und natürlich noch mehr Eisen. Da ist irgendwie noch ein weiterer Höhlenabschnitt. Lang. Lava. Eisen. Was ist hier denn alles lang? Ich möchte mir erstmal dieses Eisen holen. Kommt noch mehr Eisen? Das anscheinend schon. Na, durchgefallen. Und die Spitzhacke hat auch gebraucht, also eine weitere holen. Hier geht's ordentlich runter. Und da bin ich hergekommen. Let's go. Mehr Kohle. Monster anschalten, dann müssten wir nämlich auch Slimes spawnen irgendwo. Wäre natürlich schön, wenn ich dann Slimes sehe, weil dann kann ich nämlich hart die Kolben machen. Aber dafür brauchen wir ja Schleimbälle. Dann kommt man ein bisschen schneller voran.
Wenn ich zum Beispiel hier oben oder da weiterkam. Zum Beispiel, wie viele Blöcke sind denn hier? 1, 2, 3, 4. Könnte ich jetzt hier noch ein bisschen weiter haben. Steine werden nie ein ausgehen. Und was in dem Wort, wenn die aber nicht ausgehen, nie aufgehen, sondern wenn die nämlich platzieren würde und wir zerstören würde mit der Hand, dann würden die irgendwann weg sein, Steine. Wenn man ein Jahrhunderte, Jahrtausende, ja Millionen brauchen würde, um das zu schaffen, alle Blöcke abzubauen auf einer Welt. Und sie dann auch alle zu lagern, wäre natürlich zu schwer. Raum noch erweitern. Vielleicht finde ich hier an diesem Kopf. Vielleicht finde ich hier so ein bisschen rohstoffmäßig etwas. Kann ich nicht so gebrauchen. Gold! Golderz! Da kommt noch mehr Gold. Da ist noch mehr Gold. Endlich mal, und da habe ich jetzt Gold gefunden. Eisen! Boah, viel kommt da. Warten, wie sie das Rohstoffvorkommen. Also werde ich den Part beenden, wenn ich diesen Rohstoffvorkommen ausgeschöpft habe. Dann werde ich diesen Part wieder beenden. Und hier ist noch so viel Kohle. Hier ist noch mehr Rohstoff. Kohle, Eisen, noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Ein großes Eisenvorkommen da hinten. Noch mehr, wow. Wow, 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 das ist ein riesiges Eisenvorkommen. Riesig großes Eisenvorkommen. Voll ein bisschen Erde. Hochzukommen. Hochzubauen und hier die letzte Gold noch rauszunehmen. Und damit beende ich jetzt den Part.